Willkommen zurück zu Project Zero 2, Crimson Butterfly. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir eine ziemlich unheimliche Begegnung gehabt. Ein, ja, Mädchen im roten Kimono ist uns erschienen. Ja, sie stand auf einem Berg von Leichen und hat eine Art, ja, Supergeist auf uns gehetzt. Dieser Geist, ja, bringt uns mit einem Treffer um. Große Klasse. Ja gut. Ach, Moment mal. Wir könnten ja mal schauen, ob über das Ereignis vielleicht ein neues Memo angelegt wurde. Oh. Massaker. Eine Frau lacht wie wahnsinnig in einem See aus toten Dorfbewohnern. Eine Theorie über das verlorene Dorf besagt, dass es dort ein Massaker gab. Alle Dorfbewohner wurden getötet. Und so kam es, dass das Dorf verschwand. Eine Frau mit einer roten Schärpe, die inmitten eines Sees aus Leichen lacht, ist Mios Vision des Massakers. Am Tag der Zeremonie ermordete Sai laut lachend die in der Halle versammelten Dorfbewohner. Dann ging sie nach draußen und tötete nacheinander die anderen Dorfbewohner. Okay, also war dieses Mädchen, was wir gesehen haben, Sai? Aha. Gibt's vielleicht beim Radio auch was Neues? Der Fluorid. Sai, we promised. Promised that we would always be together. Why? Jai und Sai. Immer wieder diese beiden Namen. Die beiden scheinen irgendwie Schreinjungfern oder so zu sein. Und dieser weißhaarige Junge meinte ja, sie sollten vor einem Ritual fliehen. Aber warum ist dann Sai ausgeflippt und alle umgebracht? Oh. Wow. Ah, Mistwetter. Ja, wie dem auch sei, ich denke mal, wir werden früher oder später sicher noch mehr darüber erfahren. Aber jetzt erstmal wieder hier nach unten. Und ich hoffe und bete, dass dieser olle Supergeist nicht mehr in diesem Zimmer ist. Zu sehen ist natürlich nichts. Aber er ist noch da. Es wird schwarz-weiß, er ist da. Hi du. Tschüss, du. Kein Bock mit dir zu spielen. Ich will nur hier durch. Und tschüssi. Ganz ehrlich, ich finde das mies, dass uns der Kerl mit einem Treffer ausschalten kann. Sowas gab es im 1. und im 3. auch nicht. Also was soll das bitte? Wenn der oft, ey, wenn der öfter kommt, dann... ich durch. Oh. Was ist das? Was? Ah! Verdammt. Das Foto ist versemmelt. Aber das sah aus, als würde der vor uns weglaufen. Okay. Oh. Was ist das? Schleifender. Okay. Der zieht den Körper da hinten hin. Und rein zufällig ist das auch genau das Eck, in das wir rein müssen. Hier irgendwas zu sehen? Nicht viel. Da liegt ein Item. Durch die zerfetzte Schiebetür kannst du in einen düsteren Raum blicken. Moment mal, die Leuchte reagiert. Muss ich hier irgendwas knipsen? Oh. Sieht nicht danach aus. Oh, vielleicht im Raum drin.
weiß, wir waren hier schon mal, aber da bin ich umgedreht, weil ich Mayo folgen wollte. Man erwartet uns scheinbar. Und hier die ganzen blutigen Handabdrücke. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Alles voller Blut. Und hier liegt eine Linse. Power-Up-Linse, Stoß gefunden. Erhöht Schaden und Rückstoß. Benötigt spirituelle Energie 2. Höherer Schaden ermöglicht langsamen Rückstoß. Verursacht stärkeren Schaden als normal und erlaubt Rückstoß. Wirft Geister zurück. Selbst wenn kein Schnappschuss gelingt. Oh, das ist schon mal eine nützliche Fähigkeit. Geister zurückwerfen ohne Zero Shot. Okay. Zur Benutzung Dreiecktaste drücken, sobald zwei oder mehr spirituelle Energiepunkte aufgeladen sind. Solange dieser Effekt andauert, kann dem Geist höherer Schaden zugefügt werden. Es ist auch dann ein Rückstoß möglich, wenn kein Schnappschuss gelingt. Eine höhere Stufe erlaubt das Verursachen von höherem Schaden und... ihr wiederholt euch irgendwie. Egal. Auf jeden Fall eine echt coole Linse. Gut. Die Kamera reagiert schon hier auf den Schrank. Scheinbar führt ja auch die Blutspur raus. Aus dem Schrank raus? Entweder ist sie aus dem Schrank rausgerannt oder in den Schrank rein. Ich weiß es gerade nicht. Okay. So. Was? Ah! Nee, oder? Nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Auf dem kleinen Raum soll ich kämpfen? Okay, gib mir mal einen stärkeren Film. Kann ich vielleicht hier noch was pushen? Moment mal, was habe ich gerade ausgerüstet? Ah, okay, halten habe ich ausgerüstet. Aktivieren. Sag ich mal, wisst ihr was? Ich nehme jetzt erstmal die Lähmliste, denn ich könnte mir vorstellen, dass es mir in dem Kampf vielleicht doch ein bisschen helfen wird. Ah, wobei, das macht größeren Schaden. Ja, komm. Gut. Ich will nicht kämpfen. Nicht in dem kurzen kleinen Raum. Reichweite, Aufladung. Erhöht Austreibungskraft und Reichweite. Ach, trotzdem, ich setze hier mal eine Kugel. Und hier eine Kugel. Hierfür bezahle ich einen... Boah, was sind das bitte für Sounds hier? Die Stufe erhöhen, ja, bitte. So, noch eine. Nee, komm, jetzt reichen mir hier die Punkte nicht. Nee. Nee, nee, nee. Das muss jetzt erstmal reichen. Und natürlich kassiere ich direkt, wenn ich in den Kampf gehe. Gott, guck dir mal an, wie klein das verdammte Zimmer ist. Wie soll ich hier bitte ausweichen? So, okay. Ich bin auch gar nicht eingekesselt. Gar nicht. Jupp. Wo ist bitte das Mädel? Verdammt.
gerade jetzt muss natürlich noch mein Bildschirmschoner dazu angehen. Das war schöner Schaden. Trotzdem, ich bleibe in dem Eck. Nein, ich bleibe nicht in dem Eck. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe rein gar nichts. Ich... Boah, da habe ich schon getroffen. Und Moment, einer ist hinter mir. Ich muss mich heilen. Echte... Ah, das ärgert mich jetzt irgendwie, dass es in dem kleinen Raum zum Kampf kommt. Die Geister können in den Wänden verschwinden mit ihrem schwarzen Aura da... Oh, mir die Sicht vernebeln. Und ich kann so gut wie nicht ausweichen, weil so viel Krempel hier am Boden rumliegt. Mein Gott. Ist das. Schaut man sich einmal nach dem anderen um. Okay, okay. Sunny Boy ist links von mir, sie rechts. Nehme ich natürlich voll in die Zange. Come on, come on, come on. Ah, oh, wie soll... Also nee, wirklich, da auf den Moment für den Fatal Frame zu warten, ist ein Unding. Boah, das ist jetzt voll gebracht. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Aber ich kann wieder meine Linse benutzen, das ist gut. Höherer Schaden ist höherer Schaden. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Oh, zum Glück. Kein Risiko eingehen, ich heile mich. Da. So, gut, sie ist vor mir. Das Dumme ist ja, wenn die hier noch zu zweit sind, kann man sich auch kaum auf sein Geistervisor verlassen, weil die praktisch in allen Ecken stecken können. Okay, wo ist sie? Nein, die ist noch hier. Die ist in der Wand. Sind wir heute wieder fair. Aber hey. Oh, da liegt was auf dem Boden, wo der Geist gewesen ist. Aha. Stapelschlüssel. Der blutige Holzschlüssel ist mit einem Rautensiegelmuster verziert. Rautenstapelmuster. Und? Ach nee, die Tür ist wieder auf. Kann ich jetzt eigentlich... Nee, zum Schrank kann ich nicht. Hier ist Blut verspritzt. Was ist passiert? Gute Frage. Verdammt gute Frage. Da ist was in der Schublade. Kräutermedizin. Irgendwo vielleicht noch eine Notiz oder so, die auf das Geschehen hinweist. Hier liegen einige Bambuskörbe und Schachteln verstreut. Aber nichts, was mich groß weiterbringt. Oh! Schillender Kristall. Und eine Geisterkugel. Okay. Der Kristall schimmert gelblich. Er lag beim blutüberströmten Raum. Wakusabi. Wakusabi is coming. Help me. The ritual was a failure. Will be
Reue? Und der Kusabi? Ja, also den Kusabi haben wir schon öfter gehört, aber die Reue? Oh. Ist das die Bezeichnung für die ganzen Folgen vom gescheiterten Ritual oder so? Oh. Ja gut, wie dem auch sei, wir müssen leider nochmal durch den Raum hier zurück. Denn mit dem Stapelschlüssel werden wir hier oben weiterkommen. Und natürlich wird es schwarz-weiß. Ach, zum Glück erscheint er immer an derselben Stelle, also in Raummitte. Wäre ich damit in die Arme gelaufen, dann hätte ich das Ganze nochmal machen müssen mit den zwei Geistern. Bah, ich glaube, ich wäre ausgeflippt. Ich sollte vielleicht doch mal rausgehen. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Wisst ihr was? Diesen Fortschritt werde ich direkt mal speichern. Das Unwetter scheint stärker zu werden. Es blitzt jetzt immer öfter. Wobei ich mich auch gerade frage, warum dieser Supergeister an den Raum da unten gebunden ist. Hat er etwas mit dem Massaker zu tun, oder? Oh, tja, Fragen über Fragen. So, lass mich mal kurz auf die Karte linsen. Ja. Lass mich raten, hier ist immer noch zu. Hätte ja sein können. So. Was? Wen habe ich gefunden? Ich habe jetzt Uzuki verstanden. Oh, gerade wieder ein neuer Name. Das war der Assistent des Folkloreforschers. Also, ja, der Assistent von Dr. Asso. Also, derjenige, wo die Kamera hier ins Dorf gebracht hat. Folkloristen Notiz 4. Uralte Dorfaufzeichnungen werden im Haus des Zeremonienmeisters aufbewahrt. In vielen geht es um die Legenden, Erzählungen und Rituale des Dorfes. Dort gibt es sicher viele Aufzeichnungen, die von großem Wert für mich sind. Das verbotene Ritual wird auch Purpur-Ritual genannt. Dabei sollen Zwillinge das Tor zur Hölle versiegeln. Es gibt zwei Teile. Eine sichtbare Zeremonie, die regelmäßig abgehalten wird, und, falls sie fehlschlägt, eine versteckte Zeremonie. Wenn beide Zeremonien fehlschlagen, öffnet sich das Tor zur Hölle. Die
Toten entkommen und der Himmel wird schwarz. Dieses Unglück wird die Reue genannt. Wo Munatakas Freunde Itsuki und Mutsuki sind, ist unbekannt und das beunruhigt mich etwas. Wenn sie gefunden werden, kann ich sie vielleicht über das Dorf befragen. Okay, das gibt schon mal deutlich mehr Aufschluss über das, was hier abgeht. Aha, dann sind wohl wirklich beide Zeremonien fehlgeschlagen. Und das, was wir jetzt hier erleben, ja, diese Welt voller Geister, ist die Reue. Puh, okay. Jetzt wieder der Raum, wo das Licht so böse flackert. Du warst vorher nicht hier, oder? Jede Wette, du stehst gleich auf und... An der Tür ist ein Schloss. Ja, Stapelschlüssel benutzt. Sag ich doch. Och nee, Puppen. Ich habe das Puppenzimmer in Project Zero 1 schon gehasst. Wegen dem kriechenden Mädel. Stay with me forever and ever. Mm-hmm. Of course, we promised. For now, let's get out of here. Kapitel 4: Das verbotene Ritual. Und mal ganz ehrlich, als Mayo da gerade hinter dieser Trennwand saß, es sah aus, als würde sie einen Kopf in der Hand halten. Und da liegt noch was. Schmetterlingsbuch 1. Aber wisst ihr was? Das lesen wir im nächsten Part.